Willkommen, meine verehrten Pokémon Card Gamer. Ich begrüße euch zum zweiten Teil vom Pokémon Trading Card Game und mein Gott, ich glaube, das ist ein bisschen zu laut. Wobei, ne, ich sehe gerade, der Lautstärkepegel, der passt ungefähr. Auf jeden Fall, ich begrüße euch zum zweiten Teil, denn ich freue mich schon darauf, endlich fast 20 Jahre meiner Kindheit nachzuholen. Wobei, es sind inzwischen, glaube ich, schon 20 Jahre. Ich habe das erste Mal Pokémon TCG gespielt, da war ich glaube ich 4, 5, 6, irgendwas in der Dreh, hat natürlich die Regeln nicht verstanden. Hab's ein bisschen, ganz kleines bisschen später dann tatsächlich richtig gespielt und auch beenden können. Und das mehrfach sogar. Und letztes Jahr habe ich auf diesem Kanal den ersten Teil durchgespielt und das war zwar ein kurzes Let's Play, aber es war super, super spaßig, kam auch gut an. Und ich freue mich, euch heute den zweiten Teil endlich präsentieren zu dürfen. Ein kleiner Traum meiner Kindheit wird jetzt wahr. Und wir spielen die übersetzte Version, wohlgemerkt, englisch übersetzte Version, von Pokémon TCG 2. Warum? Das Spiel kam nie außerhalb Japans raus, leider. Obwohl Pokémon Trading Card Game ja an sich ziemlich gut ankam und das für viele Leute wie mich halt die Kindheit geprägt hat. Und ja, den zweiten Teil haben wir leider nie erhalten, deshalb hat es dann auch ein bisschen gedauert, bis es translated zu uns kam, wenn auch nicht offiziell. Aber wir haben trotzdem die Möglichkeit, es zumindest auf Englisch zu spielen und da die Regeln im Pokémon TCG sehr, sehr einfach sind, brauche ich euch da, glaube ich, auch nicht zu viel zu übersetzen. Das meiste dürfte sich selbst erklären. Und Story ist sowieso relativ belanglos, deshalb machen wir da auch nicht zu einen großen Hehl draus. Falls ihr nicht wisst, wie Pokémon TCG funktioniert oder das erste Mal ist, dass ihr mir dabei zuseht, empfehle ich euch, schaut in die Playlist von dem ersten Teil rein und da bekommt ihr alles Schritt für Schritt erklärt und sowieso solltet ihr das auch gesehen haben, weil es sich hierbei um ein direktes Sequel handelt. Und ja, ich habe genug geredet, wir legen los. Wir sind ein Junge und wir nennen uns... wir haben nur die Auswahl zwischen Hiragana und Katakana, wie es aussieht. Was an sich nicht schlimm ist. Jetzt muss ich mir aber erstmal was überlegen. Da wir ja westlich sind. Wo ist Hu? Wo ist Hu? Ni-ha-hi-hu. Da. Nein, erstmal suche ich N. No N da. Han. Ta. Wo bin ich? Da. Ta. Und Su suche ich noch. Da. Okay. Phantasu. Perfekt. Perfekt. Unser Name ist Phantasu, ja. Phantas loves collecting Pokémon Card Games. Also ich werde es jetzt übrigens einfach als Phantas vorlesen, weil im Prinzip steht das auch da. Und Phantas came to this island seeking the legendary Pokémon Cards. 8 Clubmasters guarded the way to the Grandmasters and the 4 Grandmasters protected the legendary Cards. Das ist im Prinzip nochmal eine kurze Zusammenfassung von dem Storyverlauf des ersten Teils. Wie gesagt, ich empfehle euch, schaut euch einfach mein erstes Let's Play an, falls ihr nicht mit vertraut seid. After many card duels, Phantas beat the Grandmasters. The 4 legendary cards were finally inherited by a new master duelist. Then, one day, something terrible had happened. Team Great Rocket kam und hat Karten gestohlen. Das ist im Prinzip auch der gesamte Plot. Also es gibt eine Art Team Rocket hier, die heißen Great Rocket. Und die haben die Karten von den Großmeistern und auch allen anderen gestohlen. Und man selbst ist natürlich auf dem Weg, diese zu besiegen. Oh, passenderweise ist mir gerade aufgefallen. Habe ich auch meine Pokémon-Trinkflasche parat. A mysterious group suddenly attacked. Ups, das war mein Stöpsel. Egal. They call themselves Team Great Rocket or Team Grrr. Team Grrr attacked the island's cards clubs and stole all of the cards. Leider auch unsere, das heißt, all die Karten, die wir im ersten Teil gesammelt haben, alle 200 irgendwas, die sind jetzt leider verschwunden. Lass mich in der Zeit, in der der Zeppelin hier alles abholt, mal kurz mein Stöpsel zurückholen. Ich werde alt.
Es hat im Nacken geknackt. So. Okay. Even Fantas cards were stolen. You must notify Dr. Mason about these Pokémon card fees. Let's go to Dr. Mason's lab immediately. Ja, dann checken wir mal Dr. Masons Card Lab aus. Ich glaube, wir bekommen irgendein rudimentär zusammengestelltes Deck. Und da ist Ronald, der Rivale aus Pokémon Trading Card Game. Whoa, if it isn't Fantas! Remember me? I'm your longtime rival, Ronald. Fantas, do you have any Pokémon cards on you? Oh, Team Great Rocket stole them? I'd better check them out to stay one step ahead of you. By the way, I think Dr. Mason wants to speak with you. Well then, see ya, Fantas. Oh, thank heavens, you're safe, Fantas. It's awful. A group called Team Great Rocket or Team Grrr invaded this island's card club were attacked one by one. Everybody's cards were stolen and many club members were kidnapped. Team Grrr stole the legendary Pokémon cards from the Grandmasters too. Please help us get the cards back from those villains. Na, aber sicher, lo. Thank you, Fantas. Since they took your cards, you'll need a replacement deck. That way you can use your deck to battle with others. Here, take this deck. Luckily, it wasn't stolen by Team Grrr. You received the starter deck. Hm, ja, Wahnsinn. You can have this mini-computer as well. That mini-computer is a handy tool that helps organize your cards. It can list your card collection, check mail, and even record decks. All recorded decks are sent to our lab's deck record machines too. I'm counting on you to get everyone's cards back, Fantas. Ja, alle Leute finden, Ronald and the others need your help. Search all of the clubs. Okay. Unser Deck müsste richtig schäbig sein. Es ist halt ein Starter-Deck. Oh, wait. Mir ist gerade aufgefallen. Gehen wir erstmal in Config. Und bitte. Danke. Das passt alles. Nee, das ist alles fein. Und da schauen wir mal kurz, wie unser Deck aussieht. Ziemlich feuerlastig, das gefällt mir. Mit einem Fukano, ich will unbedingt Nakan in Zukunft haben. Na? Und wir haben ein paar Kampf-Pokémon. Und ein paar Normal-Pokémon. Was sind unsere Energien? 14, 12, das ist fein. Unsere Trainerkarten sind... Ja, könnten besser sein. Aber gut. Cancel. So, wir können hier bei dem Typen ein Tutorial kämpfen, Energiekarten bekommen. Das werden wir vermutlich in Zukunft machen oder ich werde es im Off machen. Aber was wir jetzt tun wollen, ist erstmal... Oh. Fantas, wait! Er wird uns wahrscheinlich jetzt an den Tisch setzen wollen. Be careful, Team Grrr is strong. I sure you know the rules of the Pokémon Trading Card Game. You can learn the basics from Sam at the table to your left. Ja, ich bin gut genug damit vertraut, keine Sorge. Okay. Welchen Club checken wir als erstes aus? Ich würde sagen... Ich will... Oh. Okay. Ich will als erstes ein bisschen an Feuerkarten kommen, damit ich halt mein geliebtes Arcani bekomme. Und eventuell auch Glurak. Und dann sind wir sowieso schon so based. Yo, if it isn't Fantas. It's more serious than I thought. Every club has been burgled. Team Girl doesn't seem to be in this particular club at the moment. Oh, mir ist gerade eingefallen, in dem Teil müsste es auch Hundemon geben. Das will ich auch unbedingt haben. I've heard that there's been a sighting in Team Rocket Club, though. Anyway, I barely have any cards to deal with as it is. Say, why don't we card pop to get some new cards? Come on, let's card pop. Ja. Oh, Plus Power, das ist ein netter kleiner Bonus für uns. Alright, now to save my data. In any case, Team Grill isn't here. Please go check out the Rock Club. I'll visit the other clubs and gather information. Ja, ich will ja auch nur duellieren. Ich will ja noch nicht direkt die Story machen. Wir brauchen halt erstmal Karten. Hey, I've got a problem, baby. I want to trade for Karten and comes. Oh mein Gott. Flareon 28 möchtest du und dafür gibst du uns Mauzi 14. Nein, danke. Ich lese jetzt nicht jeden hier vor. Ich werde mich erstmal umschauen nach Leuten, die gegen uns spielen wollen. Ah, stimmt. Ihr seid alle gefangen. My name is Kane, I'm the Fire Club Master. Ja, ist richtig. Wir haben schon mal gegeneinander gekämpft. Team Grrr,
Caught me unprepared, beat me in a duel, and locked us all up. There's no way to open the doors either, only Grr number 3 can do that. If you want to help us get out of the cell, defeat Grr number 3. You're our only hope for freedom, you can do it. Okay, wir müssen also erstmal Grr Nummer 3 finden, um gegen den Feuerclub kämpfen zu können. Dann bleibt mir wirklich erstmal nur der Rock Club übrig. Olaf, der Clubmeister, müsste nämlich hier verfügbar sein. Wait. Kann ich gegen euch duellieren? Nope. Warte, was für eine Karte möchtest du? Relaxo gegen Jigglypuff. Das ist kein Deal, den ich eingehen würde. Oh wait, ich habe einmal geskippt. Sorry, das wollte ich nicht. This place will soon be under the control of Team Girl. Das ist Girl Nummer 1, der gegen Olaf gekämpft hat. Oder Jean, wie er hier heißt. Oder nee, warte. But you see, I'm Jean. Ja, doch. I'll show you why they call me the Rock Club Master. Der sieht aus wie Professor Eich übrigens. Save yourself the trouble. Fall to your knees and respect me, Girl Number 1. Ah, but you're so inexperienced. I won't do anything of the sort. Girl, impossible! That I, Girl Number 1 of Team Great Rocket, would lose. Tch. So it seems I failed to capture the Rock Club. It figures that the Rock Club's the only one good at defense. Rock Club Master Jean, I may be retreating today, but we won. I return and beat you to a pulp. Was sind große Worte? You're Phantas, the pupil of Dr. Mason, aren't you? Ja, wir haben schon mal das Vergnügen gehabt. I see. Ich find's lustig, wie jeder hier scheinbar Amnesie hat. Team Girl has been attacking the 8 clubs on this island recently, but I, Jean, have defended the Rock Club like a hardened stone. The other clubs, though, seem to have been taken over. I know you had the power to defeat the Grand Masters once before. Oh, kann sich doch erinnern. Please help all of the other clubs by taking down Team Girl. Ja, das beginnt aber erstmal dadurch, dass ich gegen euch kämpfen kann, oder? Ja, bitte. Stylish Fossil Deck. Okay. Das heißt, mit ein bisschen Glück können wir den sehr, sehr early fertig machen. Oh, wir haben ziemlich monsterlastige Hand. Und wir haben direkt einen Glutexo, das gefällt mir. Dann wollen wir einen Glumandalit haben und setzen direkt alles, was wir haben. Und unser Gegner hat nur ein Pokémon. Leider sind wir nicht Erster. Oh, hatten kein Gartner. Oh, nix. Ah, jetzt kann er sich durch sein Deck crawlen. Das ist gar nicht cool. Feuerenergie ist schon mal ein sehr guter Anfang. Dadurch, dass wir direkt Glutexo auf der Hand haben, können wir ein gutes Setup machen. Und er kann nicht mehr allzu lange stallen. Sehr gut. Weil jetzt können wir nämlich Glutexo einfach machen. Oh, wait. Ah, ich brauchte 3. Ups. Dann hätte ich noch einen Zug warten sollen. Mein Fehler. Ich habe gerade kurz gedacht, ich habe einen 2er und keinen 3er. Ach, Relaxo, wirklich. Und ein Fossil. Okay. Fossil ist kein Problem. Er zieht eine Karte und wir kriegen eine Kampfenergie. Das ist fein. Damit können wir nämlich jetzt erstmal frei angreifen. Im nächsten Zug können wir Flammenwurf machen und können das Kangama auf jeden Fall aus dem Rennen holen. Und damit hätten wir dann den ersten Preis. Und er hat derzeit kein Pokémon im Hintergrund, was uns gefährlich werden könnte. Das heißt, wir können erstmal das Kangama fertig machen. Und wir bekommen eine Feuerenergie. Gut. Onix. Gegen Onix würde ich sagen, mache ich einfach 3-mal Schlitzer. Weil du kannst mir so viele Zehner draufknallen, wie du möchtest. Das stört mich erstmal nicht. Oh, das war die falsche Energie. Ich wollte eigentlich eine Feuer anlegen. Na gut, egal. Dann haben wir eine Energie gerade verschwendet. Sorry, ich bin noch nicht ganz wieder bei der Sache. Da gebe ich die Feuerenergie im Hintergrund an Glumanda. Aus dem einfachen Grund, für den Fall der Fälle, dass er... Ich habe jetzt nicht auf sein Board geschaut, aber falls er Relaxo gesetupt haben sollte... Oh, Kabuto, okay. Wäre es ganz praktisch, noch ein Ausweich-Pokémon zu haben, was funktioniert. Oh, Mashok. Nice, aber bringt uns nur bedingt viel.
Oh, Energie-Retrieval, das ist nicht schlecht. Rihorn? Oh, okay. Hornattacke, alles klar, alles klar. Kampfenergie. Das geht damit Choke. Und hier checken wir nochmal. Trade one of the other cards in your hand for two basic energy cards from your discard pile. Okay, da unser Glutexo jetzt sowieso drauf geht, würde ich sagen, machen wir einen. Wait. Du brauchst drei, damit du angreifen kannst. Charmander. 50? Du hast 70. Okay, das heißt, wir können dich nächsten Zug mit unserem Charmander rausnehmen. Dann, ja, machen wir das so. Flamethrower. Oh. Achso, ach, Flammenenergie. Okay, dann kann ich das nicht tun. Ja, dann wird unser Glutexo jetzt glorreich untergehen. Noch ein Kangama, okay. Relaxo müsste jetzt auf jeden Fall vorbereitet sein im Hintergrund. Und wir gehen in Charmander. Machen jetzt Energy Retrieval. Hauen Machado weg. Und nehmen uns zwei Fighting Energy. Und legen einen an Machoke an. Und machen jetzt erstmal Scratch. Und im nächsten Zug machen wir dann Ember. Okay, ein weiteres Charmander. Und dann machen wir Ember. Unser Glumanda ist damit down. Sein Rihorn aber auch. Wir bekommen Fukano, nett. Und er hat jetzt Relaxo im Rennen. Das Gute an Relaxo ist, wir müssen das, glaube ich, sogar one-shotten können. Ich weiß jetzt nicht mehr, was Relaxos Fähigkeit war. Die können wir gleich nachschauen. Aber Machoke ist garantiert effektiv gegen ihn. Fixkin. Can't become asleep. Okay. Das ist absolut kein Thema für uns. Wir machen Machoke, Überroller und good freaking bye. 120 und GG. Dadurch dürfen wir unsere letzte Karte nehmen in Radfahrts und wir haben gewonnen. Da, da, da. So, ich glaube, ich bin langsam wieder drin, ne? Premier Booster Pack. Okay, was haben wir da Schönes? Direkt Nakani? Takedown. Gar nicht mal so gut, dieses Akani im Vergleich zu dem anderen, aber das ist mit Abstand die wichtigste Karte, die wir kriegen konnten, nämlich Professor Eich. Eine der wichtigsten Trainerkarten überhaupt. Ein weiteres Glumanda, okay. Und eine Feuerenergie? Okay. Ich meine nicht, dass es bräuchte, aber hey. Wir tun auf jeden Fall sofort ein paar Sachen hier wechseln. Wir nehmen einen Polita raus und dafür Akani rein. Wir nehmen. Wobei, ich glaube, ich würde sogar einen Dicta rausnehmen stattdessen. Dann können wir Polita behalten, weil wir Polita basistechnisch mehr von Gebrauch machen können. Fury Swipes, du bist ziemlich useless. Du bist auch ziemlich useless. Warum haben wir Mauzi drin? Da bringt uns Dick da auch mehr. Ah. Okay. Die beiden Sachen wollen wir auf jeden Fall drin haben. Und nehmen wir noch die Habitax raus. Und ich denke, dann passt das erstmal soweit. Wollen wir uns nicht in die Record Mesh hineinspielen. So, was sagt denn das Zeiteisen? 19 Minuten, wir können noch ein bisschen was machen. Besiegen wir als nächstes mal Ryan. Important Truth. Okay, was ist denn die Important Truth, die du mir zeigen möchtest? Ich würde hier ein Marshallow-Lied machen. Und würde sagen, wir füllen die Bank erstmal mit allem, was wir haben. Dann können wir zumindest nicht K.O. gehen.
Dann haben wir Gas. Okay, das ist schon mal sehr gut. Wir können aber, glaube ich, im ersten... Oh, wir können im ersten Zugang greifen. Okay. Ist das dann im späteren Pokémon, dass man das nicht mehr kann? Ich weiß es nicht mehr. Egal, auf jeden Fall, wir haben auf jeden Fall den ersten Kill schon. Und wir haben keinen Glimmer. Dann rüsten wir Ponita aus, weil Ponita tatsächlich ziemlich stark ist als Basis-Pokémon. Und wir haben direkt unsere erste Preiskarte. Sandan ist natürlich auch ein Easy-To-Attack, außer wir haben mit Sandwirbel nur die schlechtesten aller Möglichkeiten hier. Sandwirbel hat nämlich ein 50-50, ob wir mit dem Angriff durchkommen oder nicht, also Münzwurf. Und dann würde ich erstmal Dicta ausrüsten und dann machen wir... Oh, wunderbar! Wunderbar. Das heißt, wir haben das Sandan auch so gut wie weg schon. Energy Retrieval, auch sehr gut. Und dann rüsten wir Dicta weiter aus. Lasst mich mal kurz sehen, was er im Hintergrund macht. Er hat ein ausgerüstetes Dicta und er hat noch ein ausgerüstetes Dicta. Aber keins von beiden kann mit dem stärkeren Angriff angreifen. Die Sache ist, ich war am Überlegen, mein eigenes Dicta einzuwechseln, verdammt. Und Sandan zu finishen. Aber ja, genau deshalb wollte ich das nicht tun, weil das Dicta hätte nämlich mein Dicta dann gewonshottet. Und da habe ich das lieber so, weil dann kann ich nämlich das Dicta jetzt one-shotten. Feuerenergie am Ponita, damit kannst du nämlich jetzt auch den 30er Angriff machen. Und das heißt, wir haben so gut wie gewonnen an dem Punkt. So, dieses Dicta mit 50. Och, nee. Flip a coin, if head, this attack does... Oh mein Gott, bitte keinen Kopf. Jawohl, okay. Das heißt, unser Dicta kann auch was tun. Das ist sehr schön. Und wir ziehen noch eine weitere Kampfenergie. Auch sehr schön. Und dann können wir noch eine Mudslap hinterher fliegen lassen. Hm. Was hast du noch im Hintergrund? Ach, das Sandan. Ja, okay. Weißt du was? Wir versuchen unser Glück. Gust of Wind wurde nämlich genervt. Hier ist es, glaube ich, dass es einen Coinflip hat. Nevermind, doch nicht. Dann war... Ach, das war Pokémon-Fänger in dem aktuellen TCG. Pokémon-Fänger im aktuellen TCG, weil es natürlich so ein starker Move ist, besteht aus einem Münzwurf, damit man nicht einfach, so wie ich hier gerade, das Pokémon aus dem Hintergrund vorziehen kann und boom, das dann einfach ins Jenseits jietet. Okay, das ist nice. Und Tragosso im Hintergrund. Gut. Und dann gehen wir in Ponita. Und Switch ist auch sehr schön, das gefällt mir. Rüsten wir jetzt Growlithe endlich aus. Machen den Flametail. Und Dicta ist im nächsten Zug garantiert tot. Oder auch nicht, denn es kommt Cubone rein. Und das macht Rage, aber das macht nur 10 Schaden, also ist erstmal egal. Noch ein Charmeleon, das ist gar nicht schön. Was... Growlithe. Für Ember brauchst du Feuerenergie und eine Egalenergie. Dann würde ich sagen, machen wir das so. Und wir machen Switch auf Growlithe. Ihr fragt euch vielleicht jetzt, wieso. Das liegt daran, dass ich mein Ponita behalten möchte, denn das Cubone, was uns gegenübersteht, das macht mit Rage 10 plus 10 Schaden für jede Schadensmarke, die auf ihm liegt. Das heißt, wenn ich jetzt ein Ember mache, dann One-Shot es garantiert. Mit einem Charge könnte ich aber mit ein bisschen Glück das Cubone killen, beziehungsweise auf 20 reduzieren und dann im nächsten Zug mit einem Ember killen. Und falls nicht, mache ich dann einfach im nächsten Zug einen Ember und ja, genau so passt das. Ach, come on, wirklich eine Plus-Power? Naja. Egal, wir haben trotzdem gewonnen, weil wir Ponita haben und mit Ponita garantiert den letzten Schlag machen können. Und ja, kicken wir das Cubone weg. Boah, habt ihr die Beinanimation gesehen? Die war ja wild. Und wir haben Radfratz und gewonnen. Nice.
Legends Booster Pack. Vielleicht bekommen wir sogar das Lavados da drauf. Wir bekommen ein Lapras, das ist cool. Raiden, Sandslash, Rhyhorn, Geodude, Paras, Goldeen. Ich würde sogar sagen, Rhyhorn können wir mit reinnehmen. Das passt besser als nur ein einzelnes Deck da. Okay. Und da würde ich doch meine Rattatas und Radikals rausnehmen. Und stattdessen Rhyhorn. Und will ich Raiden mit reinnehmen? Ich glaube, es ist zu gefährlich, einen Raiden mit reinzunehmen. Weil wir haben das Problem, dass wir nur ein einziges Rhyhorn haben. Und ich glaube, Ram lohnt sich auch überhaupt nicht. Ja. Das ist halt super dämlich. Man braucht 4 Energie für 50 Schaden. Und man macht sich selber 20 Schaden garantiert. If your opponent has any bench Pokémon, he or she choose one of them and switches. Mhm. Nett, I guess. Wir können aber Geodude mit reinnehmen. Oh, irgendjemand hier, den ich neutral verwenden kann? Nee, leider nicht. Schade. Neutral verwendbare Pokémon wären nämlich gar nicht so verkehrt, um ein bisschen mehr Coverage zu haben. Wir können Paras mit reinnehmen. Nicht Execute. Paras. Okay. Und ansonsten passt das erstmal. Gut. Wir haben jetzt 26 Minuten auf dem Tacho und ich denke, das passt erstmal. Ich will die Parts nicht mehr ganz so lang machen wie bei meinem letzten Let's Play, wo es immer so 40 Minuten Parts waren, sondern wieder auf die normale Länge von ungefähr 25 Minuten zurückkehren. Und ich denke, das ist fein. Wir haben 2 ordentliche Duelle hinter uns gebracht, wir haben eine Einleitung gemacht. Und im nächsten Part werden wir uns den anderen beiden hier noch annehmen und schauen, ob wir unser Deck vielleicht noch ein bisschen verbessern können. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut!